Heyho und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit dabei habe ich Once in Future Band Nummer 2 und da oben drauf noch aus dem Black Hammer Universum Skulldigger und Skeleton Boy. Aus der Feder von Jeff Lemire, der schon mit dem ganzen Black Hammer Universum und den ganzen Spin-Off-Serien bewiesen hat, wie gut Superhelden-Comics sein können. Was er natürlich auch schon bei DC und Marvel unter Beweis gestellt hat. Trotz dessen fühlen sich seine eigenen Superhelden-Geschichten nochmal eine ganze Schippe besser an, als das, was er bis jetzt bei Marvel und DC geschrieben hat. Und man merkt halt der ganzen Sache auch an, dass er ein großes Herz oder besser gesagt Liebe für die beiden Verlege empfindet, weil man jeder der Figuren, die es so im Black Hammer Universum gibt, eine der Figuren von Marvel oder DC wiederfindet, und so hat man hier eigentlich quasi eine Hommage ans DC und Marvel Universum in erwachsenen Stil, und einige Charaktere werden halt auch noch weitergedacht, sprich wo bei DC und Marvel alles sich immer im Kreis bewegt und Figuren nicht breit ausufern können, hat halt Jeff Lemire komplett freie Hand, weil es halt sein eigenes Universum ist und das Universum auch so funktioniert, dass sich Figuren weiterentwickeln und auch reflektiert voranschreiten. Und das ist eine Sache, die ich seit dem ersten Band von Black Hammer unglaublich abfeiere, weil sich die Serie nochmal ganz eigen anfühlt, und das, obwohl man so viel von Marvel und DC hier drin wiederfindet. Und an der Stelle ist Marvel und DC direkt der perfekte Stichpunkt, weil das hier jetzt hier eine Hommage an Punisher und Batman ist. Und ihr müsst euch das so vorstellen, als wenn Batman der Sidekick von Punisher wäre, weil die Geschichte fängt damit an, dass man einen Jungen sieht, von dem gerade die Eltern von einem Gangster erschossen wurden, und dann wiederum kommt halt Skulldigger um die Ecke, was dann halt das Äquivalent zum Punisher ist, und er schießt den Gangster, und der Junge ist total beeindruckt davon und Skulldigger ist total entsetzt, dass er halt die Eltern nicht retten konnte, und entschuldigt sich erstmal bei den Jungen dafür, dass die Eltern sterben mussten, weil er zu spät da gewesen ist, und der Junge guckt einfach nur so total entsetzt, weil seine Eltern gerade gestorben sind, aber er ist erleichtert, dass der Gangster, der die Eltern umgebracht hat, jetzt halt auch zur Strecke gebracht wurde. Natürlich kommt dann die Polizei, der Junge wird mitgenommen, kommt erstmal ins Waisenhaus, und aus diesem Waisenhaus wiederum wird er dann von Skulldigger entführt, weil Skulldigger irgendwie total beeindruckt davon war, wie der Junge reagiert hat, weil er so emotionslos gewesen ist und obendrauf auch der Polizei kein Wort davon erzählt hat, dass halt Skulldigger dabei gewesen ist. Und dann könnt ihr euch schon natürlich schon denken, wird halt der kleine Junge als Sidekick ausgebildet, und es fühlt sich halt echt so an, als wenn an der Stelle halt Batman der Sidekick vom Punisher gewesen ist. Trotzdessen haben die Figuren genug Eigenheiten, und natürlich gibt es auch so eine Art Joker in diesem Universum, der wiederum eine ganz eigene Verbindung zu Skulldigger hat, was ich auch komplett abgefeiert habe, weil das erst zum Schluss aufgeklärt wird, was ich euch an der Stelle natürlich nicht verraten werde. Das Ding ist obendrauf auch noch richtig gut gezeichnet, deswegen ich hier eigentlich auch echt nur eine 9 von 10 raushauen kann, und ist eine sehr gute Spin-Off-Serie zum Black Hammer-Universum, wenn nicht sogar mit die beste, nicht die beste, weil das bleibt immer noch ein anderer Band, wo mir gerade nicht einfallen will, wie der heißt. Dr. Star, heißt er Dr. Star? Ich hoffe gerade, dass er Dr. Star heißt. Ich werde ihn auf jeden Fall irgendwo hier einblenden. Auf jeden Fall war das meine Meinung zu dem aktuellen Spin-Off-Band zu Black Hammer, und jetzt kommen wir es auch schon auf Once in Future stürzen, was vom guten Kieron Gillen geschrieben wurde. Und Kieron Gillen ist ein Autor, den ich schon ein paar Mal echt abgefeiert habe, aber den ich auch schon ein paar Mal absolut mittelmäßig fand, weswegen ich dabei Independent-Serien bei ihm immer so ein bisschen vorsichtiger vorgehe. Und dann habe ich so ein, zwei Kritiken hierzu gehört gehabt, habe es dann selber gelesen, und Once in Future war direkt ab den ersten Button absolutes Feuerwerk. Ihr müsst euch das so vorstellen, als wenn alle Sachen, die irgendwann mal erzählt wurden, auf einmal wahr werden. Bloß, dass sie in der Anderswelt geschlummert haben, was halt so eine andere Welt ist, die total böse und dunkel aussieht, und darauf gewartet haben, in unsere Welt zu kommen. Und mittendrin steckt der gute Duken, der total behütet von seiner Großmutter großgezogen wurde. Und der muss auf einmal mit König Artus und mit Merlin zurechtkommen. Und die wiederum sehen total böse aus, wie so halbe Zombie-Ritter. Und das Ganze ist so super düster dargestellt, kommt recht brutal daher und war mit dem ersten Band schon komplettes Feuerwerk. Und in den zweiten Band wiederum kommt noch die Legende von Beowulf dazu, weil Beowulf auf einmal auftaucht, versucht er dann mit König Artus um den Thron zu kämpfen, der Anderswelt, mit der halt diese Armee von, ich sag mal, Zombie-Rittern anführen kann, und natürlich kämpft er auch wiederum gegen Duken, und Beowulf hat halt mehr zu bieten als Beowulf. Ich persönlich kannte tatsächlich nur den Film, den Animationsfilm mit Angelina Jolie, den ich übertrieben gut fand, den muss ich mir unbedingt noch ein zweites Mal angucken, aber sonst kannte ich mich bei Beowulf bis zu diesem Band nicht weiter aus. Ich möchte aber an der Stelle nicht wegspoilern, was Beowulf noch so mit sich bringt. Ich kann nur sagen, es war ein absolutes Feuerwerk, und ich dachte eigentlich, wo ich den Band gelesen habe, dass Beowulf schon mein absolutes Highlight ist, aber ich fand das, was danach kam, nochmal ein ganzes Schippe cooler, und ihr hört es wahrscheinlich schon raus, ich möchte für tatsächlich eine 10 von 10 raushauen, weil Once in Future mit einer der besten neu gestarteten Serien dieses Jahr überhaupt ist, und die Serie solltet euch definitiv reinziehen, wenn nicht sogar die beste Serie, die ich so in den letzten 10 Jahren vom guten Kieron Gillen gelesen habe. Unbedingt mal zu beiden Titeln eure Meinung in die Kommentare rein, dann sind wir auch schon durch für heute. Lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Guckt oben drauf noch auf Instagram vorbei, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!